Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme PVZ. Wir haben hier ein fröhliches Feiertag-Effekt bekommen. Da wir jetzt hier offiziell in den Dezember starten, natürlich klingelt jetzt auch mein Telefon. Wir haben den Schneezwicker bekommen. Den denke ich mal, würden wir heute auch ganz praktisch mal nutzen können. Mehr dazu erfahrt ihr später und wir sehen uns dann gleich wieder im Kampf. Und Leute, da bin ich gleich nochmal hier im Titelskin, seht ihr gerade Feiertagsfreude. Wir bekommen jetzt jeden Tag so ein Päckchen eben umsonst. Die werde ich jetzt nicht jeden Tag aufnehmen, aber trotzdem wollte ich schauen, dass ich sie alle bekomme, damit wir dann eben am Schluss nicht allzu viel Geld dafür ausgeben müssen. Natürlich kaufe ich am Schluss, wenn es möglich ist, die Päckchen wieder. Zudem ist im Moment die 25% Rabattaktion auf alle Sticker-Pakete. Das heißt, man bekommt halt auf jeden Fall 25% auf alles. Und damit, Leute, würde ich sagen, Wiedersehen. Jojojo Leute und hallo und herzlich willkommen hier. Wir sind jetzt in der Runde. Wir haben unseren schönen Schnurrbart an, den wir gerade vorhin freigeschaltet haben. Und zwar haben wir die heutige Challenge, eine möglichst große Kill-Serie abzulegen. Was ich gerade keinen guten Anfang dafür mache, indem ich mich im Alleingang gegen zwei Sonnenblumen im Nahkampf anlege. Aber die hier habe ich. Die andere wird jetzt von oben genuckt, weil ich mache ja gut Damage. Oh, zweier Serie läuft schon. Und zwar haben wir die Aufgabe von Taco gestellt bekommen, beziehungsweise von Bacon Brains, dass wir eine 14er Killstreak mit dem Maler auf der Map hier mal hinkriegen sollen. Ich bin mal gespannt, ob es was wird. Auf jeden Fall, selbst wenn wir die 14er Serie nicht kriegen, wir machen hier einen Wettkampf drauf. Das heißt, wer von uns hier die größere Killserie hinbekommt, dominiert. Na, zwischen den Four Slacks, wie ist auch. Bei mir gerade nicht, bei mir gerade nicht. Muss ich ja sagen. Ich meine den Server allgemein. Ja, okay, die Server allgemein lecken richtig, das stimmt. Aber irgendwie haben wir keine Gegner. Dort sind alle beim Spawn. Ich meine nur, weil null Leute im Garten sind. Mir werden immer die Quiz geklaut, ey. Ich habe nicht mal die Chance, eine 14er Serie aufzustellen, weil keine Gegner da sind. Oh, da oben ist ein MG. Ich bin gestorben, jetzt ist meine zweite Serie. Alter. Ja, das ist das, warum ich sage, es leckt, Leute. Ich habe 100 Leben noch und auf einmal falle ich um und habe 0. Und das von einem MG, das angeblich gerade eben so viel Damage in quasi 0 Zeit gemacht hat. Das ist halt das Problem, das man hat, wenn die Server dann lecken. Also Markus, im Moment, glaube ich, bin ich hier mit einer Zweier-Serie dominierend, ne? Ja. Und wir capturen schon wieder den nächsten Garten. Selbst wenn wir nicht sterben würden, ich wette, in dem Tempo schaffen wir es nicht mal 14 Kills zu machen. Ich bin schon gestorben wie so eine scheiß Sonnenblume da oben. Wie eine scheiß Sonnenstrahl, Alter. Nein, ich bin ein scheiß Stachelkraut und verreck daran. Ich hab's abgeschossen, aber es ist nicht kaputt gegangen. Warum auch immer, eigentlich müsste ich das One-Hitten als Maler. Aber dafür kriege ich jetzt hier einen Kill geschenkt. So. Jetzt muss ich hier mir irgendeine gute Sniper-Position suchen. Ich denke, hier ist schon ziemlich gut. Und jetzt zack. Zack. Zweier-Serie. Genau, wir sollen. Er hat auch diesmal dazu geschrieben, wir sollen eben diese Map hier spielen. Wir sollen Standard-Lärmgranaten, Standard-Bresnoff-Hammer und die schwere Drohne benutzen. Die habe ich, glaube ich, nicht dabei. Doch, hast du. Du hast die Laserdrohne dabei. Nö. Doch, mit der die normale. Achso, dann war es Taco, der damit geflogen ist. Bei einem von euch habe ich doch gerade damit fliegen sehen. Ich habe keine Drohne. Da musst du die Schwere noch holen dir. Wenn du überhaupt Drohne benutzt. Yay. Also im Snipen hat er schon echt was drauf, muss ich sagen, wenn man trifft. Aber ich krieg nur Vorlagen. Ich habe gerade 3 Vorlagen auf einmal bekommen. Aber mit Kills läuft halt nicht so irgendwie. Ich habe 4 Kills, davon 2 Zweier-Streaks einfach. Komm schon, hol doch. Ja, gut. Also hier gehe ich jetzt auf jeden Fall mal mit der Drohne. Oh. What the fuck?
Weil gerade um hier oben die Kakteen wegzuholen, ist die Drohne halt perfekt geeignet. Den nächsten geholt, jetzt habe ich schon eine Vierer-Serie hier am Laufen. Fünfer-Serie, also man merkt, die Server lecken, die Kills sind verzögert. Aber Fünfer-Serie. Oh, und da kommt Schnapper. Boah, hatte ich das Glück. Ich würde sagen, ich versuche jetzt mal hier drüben auf der Seite irgendwie aufs Dach hochzukommen. Scheint mir hiermit so die beste Lösung zu sein. Der wirft eine Bohne. Komm schon, der muss verrecken. So, Sechser-Serie, Leute. Sechser-Serie. Oh nein, 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 nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Muss ja nur einer kommen, der dich tötet. Da hier wieder von vorne anfangen. Oh, ich sehe gerade, ich muss Gegner verhöhnen. Das könnte ich auch mal anfangen. Heavy von vorne. Achso, musst du fett sein, der Killst. Oh. Killstreak. Es ist. Ich habe eine Dreier. Oh, ja, nein. Ich hatte gerade eine Sechser und bin jetzt damit wieder verreckt. Ne, eine Sechser hatte ich und eine Zweier und davor noch eine Zweier. Hallo? Ja, aber ich stehe nicht. Hier kann man einfach nicht jetzt snipen hier in der an dem Garten. Warum zur Hölle habe ich den Kill jetzt nicht bekommen? Ich habe nach Sonnenblume 101 Schaden gemacht und sie ist daran voll gestorben, aber ich habe den Kill nicht bekommen. Sondern irgendjemand anders. Ich sollte ja snipen gehen, also wieder raus aus dem Garten hier. Wir halten uns hier schon an unsere Bestimmungen. Drohne raus. Paco wurde gefressen. Ich gesehen. Selber schuld, wenn er in den Garten rennt. So gut, die Base wurde gekappt. Klaudern mir hier die Kills, unglaublich. Hoffentlich verbrennst du dafür. Gleich mal den Doomshroom hier im Garten töten. Doomshroom ist gefährlich. Boah, scheiß Sonnenblume, Schanzstrahl, fuck, nix Hure. Oh, fick dich, du Hure, Alter. Ey, diese scheiß Sonnenstrahl, Alter, die sind einfach so OP, Alter. Ja, die machen gut Damage. Die können quasi im MG eigentlich weghauen, würde ich jetzt einmal sagen. Ey, das war ein Volltreffer auf die Drohne. Jetzt war noch ein Volltreffer. Wollte schon sagen. Aber was wäre ich denn eigentlich die ganze Zeit abgeballert? Die Drohne, die habe ich gerade runtergeholt. Yeah. Ich muss das jetzt mal zweimal voll treffen, weil der erste Schuss null Schaden gemacht hat. What? Und jetzt wurde ich von dem scheiß Zukunftskaktus einmal mit zwei Schuss weggeschrotet. Aber das ist normal. Dass der voll aufgeladene mit 105 Damage ungefähr mir gegeben hat und dann noch so ein Anfänger. Ich hoffe, ich werde teleportiert. Okay, jetzt noch schnell. Nein, der Teleporter ist weg. Ich habe eigentlich gemeint, dass sie den Garten schnell einnehmen, weil wenn du dich nicht bewegst, wirst du ja wegen Autowarp vorgeworbt. Leider habe ich mich dann nicht bewegt, habe gewartet, dann war 1-1. Ich habe gemeint, ich komme noch in den TP, habe mich bewegt und in dem Moment wurde natürlich der Garten eingenommen. Ich bin hier immer noch bei 10 Kills. Ich sag doch, wir schaffen es wahrscheinlich bis zum Ende der Runde nicht mehr 14 Kills zu machen. Ich habe eine 6er Killstreak. Ich habe auch eine 6er gehabt. Okay, kann man nicht snappen. Ich warte lieber, bis die Geschütze down sind, Alter. Du musst einfach nur ganz tief liegen. Ja, aber trotzdem. Aber auch nicht ins Wasser, ne? Ja, ich weiß. Am besten über die rechte Seite, das sag ich ja immer, da kontrolliert eh keiner. Nicht.
Oh no. Hey, ich habe wieder einen Kill am Schlüssel hier. Einen. Jetzt geht's ab. Vielleicht hab ich verpiss dich, Drohne, Alter! Verpiss dich einfach! Verpiss dich, du Schlampe! Ey, die Drohnen sollen sich verpissen, Alter! Das sind die schlimmsten Gegner, Alter! Ja, vor allem die Schadensanzeige stimmt. Oh, Alter, wie einfach so ein scheiß Banditenkaktus, Alter! Vor allem die Schadensanzeige bei den Drohnen stimmt ja immer nicht, ne? Jetzt will ich down, Alter! Scheiß Hurensohn, Wichser, Alter! Kommt der jetzt dahinter? Ist, was für eine Serie? Nein, jetzt wurde ich mir von Schnapper gefressen. Was für eine Serie hattest du? 7. Hälfte. Nein. Du bist nie gefrickt davor. Nee. Sure. Nein. Ich hatte eine 6er. Du kannst doch jetzt nicht die erste Runde gewinnen. Von hinten, Alter. Unglaublich, der Markus macht mich in der ersten Runde fertig. Nee, das wird nix. Ja doch, du hast 7, ich habe 6 und ich bin gerade auch gestorben. Das heißt, du müsst jetzt... Oh, jetzt kommt... Das heißt, oh, du musst jetzt hier eine scheiß Teamer Streak aufstellen. Das werde ich nicht schaffen. Du machst mich ohne Scheiß fertig. Nee, nee. Doch, so. Du hast eine 7er Killstreak, ich habe eine 6er. Und ich bin so gestorben und du auch. Okay, ich check's. Also wir wollen ich eigentlich muss erst 14 deine Logik kriegen. Checken. Wir wollen eigentlich 14 kriegen, aber die Runde schafft keiner von uns 14, aber trotzdem hat mich Markus fertig gemacht. Aber ich würde sagen, wir versuchen das Ganze einfach nochmal auf einer anderen Map. Weil ich denke auch, dass es in der Wüsten-Map ziemlich geil geht. Oh nein, ja, ich von hinten saugeil abgehittet von scheiß Kaktus. Bei Lärmgranate funktioniert nicht einmal, das ist auch geil. Ich ja, die sagen. Server lecken. Das ist gerade richtig mies, aber wir haben gewonnen. Das ist gewonnen, Leute. Zumindest haben wir so den Sieg rausgeholt. Ja. War auch geschenkt, muss ich sagen. Also die Runde war echt geschenkt. Ich habe auch gewonnen. Ein persönlicher Sieg. Ja, 11.000 Münzen. Kann man sehen, dass für das, dass ich nie einen Teleporter hatte. Gar nicht. Ja, yeah, das ist eigentlich sogar ziemlich gut. Ich habe jetzt eine... Hey, Ledge of the Lawn ist gesunken, der Preis? 25% gibt es im Moment. Auf alles. Ja, jetzt kostet 22.500, konnte ich mir früher sagen, ne? Ja, hab gar nicht dran gedacht. Hab's vorhin am Anfang des Videos da noch gesagt, Leute, aber naja. Kennt mich halt. Die Abschlussserie bei mir war eine 6er. Was hast du bei Statistiken drin stehen? 7. Ja, dann bist du gleich mit dem Besten sogar. Der hatte nämlich auch 7, der Escalator Willy oder Ivli. Ich habe Centurio freigeschaltet. Cool, Leute, damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal dann nochmal mit einer Runde der Maler, wo wir dann versuchen, beim zweiten Versuch vielleicht es zu schaffen. Bis dahin, Servus und Ciao. Ciao.